Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen. Ja, Überraschung, Überraschung. Heute kommt nicht weiter mit Porsche, sondern es gibt ein Weihnachtsspezial. Was? Ein Weihnachtsspezial mit Honey, I joined the cult? Ja, denn, wir werden einen Weihnachtskult erstellen. Ein Weihnachtsmann-Kult. Und zwar, ihr seht, ich habe schon mal das Spiel gespielt. Privat und nicht auf meinem Channel. Man mag es kaum glauben, ich spiele auch privat gerne Spiele. Nein, wir werden aber ein neues Spiel erstellen. Ich glaube, ich habe tatsächlich privat auch den Weihnachtsmann-Kult erstellt. Das ist jetzt allerdings der Kult des Weltraumfisches. Laufen die Dinge wirklich so schlecht? Ja, das hört sich so an. Nun ja. Oh ja, das sieht schlecht aus. Aber eine Razzia des Sonderbeobachtungsteams, Sonderbeobachtungsamtes. Sie sind ja fast wahnhaft. Gib dir zum Beispiel den Kerl. Er ist voller blauer Fassadenfarbe. Das ist keine Fassadenfarbe. Seine Verwandlung in einen Weltraumfisch hat begonnen. Fisch? Schick ihn weg. Ja, Chef. Fisch? Fisch? Chef, ich bin mir nicht sicher, ob das Farbe ist. Natürlich nicht. Ich habe dir gesagt, dass er zum Teil Weltraumfisch ist. Wunderbar, ein Wunder. Heiliger Strohsack. Unfug. Wahrscheinlich ist es nur diese hartnäckige Farbe. Sieh bloß zu, dass er hier verschwindet. Fisch! Dieser Ort ist erledigt. Wir machen ihn dicht. Aber ich habe nichts falsch gemacht. Obwohl wir nichts beweisen können, ob du hier tatsächlich einen Finger gerührt hast. Alle anderen werden weggebracht. Zur Weiterverarbeitung. Okay. Das Wichtigste ist, dass ich frei bin. Ich will, dass du heute Nacht aus diesem Staubbecken verschwindest, Rotzlöffel. Dann kümmere ich mich mal um die nächste... Was? Ich meine ja natürlich. Die Polizisten werden bald alles abschotten. Agenten, lass uns aus diesem Loch verschwinden. Fisch? Du bist jetzt Fisch. Lass uns nicht eskalieren. Pass auf dich auf. Diese Idioten konnten mich nicht belasten. Nicht mal, wenn ich unter meinem Hut einen Beweis versteckt. Beweis versteckt wäre. Wo er natürlich nicht ist. hä? Du siehst mich nicht. Stimmt's? Hä, was? Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Oh je! Ich habe eine zweite Chance bekommen. Zeit, meine Gewohnheiten zu ändern. Verzeihung. Uff. Zeit, meine Gewohnheiten zu ändern. Zeit zu... wem mache ich was vor? Zeit für den Wiederaufbau und dafür, mit einem neuen göttlichen Wesen Kontakt aufzunehmen. Zuerst brauche ich eine ordentliche Schönheitsoperation, um mein Aussehen zu verändern. Gut, dass ich da jemanden kenne. Pass auf dich auf. Pass auf dich auf. Lass dich nicht eskalieren. Pass auf dich auf. Lass dich nicht eskalieren. 3 Monate später. Ich habe versucht, das nicht wie bei SpongeBob klingen zu lassen. 3 Monate später.
Ja, wie ihr seht, man kann jetzt hier tatsächlich eine Kultanpassung machen. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen ein Weihnachtsspezial machen. Deswegen ist es ja klar. Aber wir können trotzdem mal ein bisschen hier durchdingsen. Und zwar fangen wir mal an. Hier mit dem Mondkult. Ne? Viel zu Mondkuchen. Ne? Damit ihr mal so seht, was man hier so machen kann. Anleitung machen wir mal ein. Es ist ein bisschen her, wo ich das gespielt habe. Ich glaube so 2-3 Monate. Ja, ich glaube irgendwie im September ist es rausgekommen. Kurz danach habe ich das tatsächlich gespielt. So, da wollen wir hin, tatsächlich. Das ist der Dinosaurierkult. Wichtigster Dinosaurier, finde ich gut. Titel des Oberkultoberhaupts. Ne? Hier Info, Kultist, Raum. Haus Jurassic. Schön. Ja, hier kann man einige Sachen machen. Also es sind halt nur die fertigen Kulte schon. Man kann ja auch noch einige Sachen selber machen. Ah, okay. Wie gesagt, das sind jetzt nur... Ich zeige euch jetzt mal so ein bisschen, was man hier machen kann. Der göttliche Pharao. Der Wurmkult. Mondkult hatten wir eben schon. Aber wir wollen ja hier, ne, zum Weihnachtsmannkult. Weihnachtliche Morgendämmerung. Hey Mama, ich gehe von zu Hause weg und werde weihnachtliche Morgendämmerung Mitglied. Das göttliche Wesen ist der Weihnachtsmann. Überall, über allem steht Weihnachtsmann. Ah, der Weihnachtsmann, ja, okay. Kultsymbol. Ja, ich denke... Hey, nee, das passt nicht. Aha, okay. Alles klar. Okay, wobei... Theoretisch würde das auch passen, aber naja. Manchmal. Aber ich finde rein theoretisch das auch nicht schlecht, ne? Aber es darf, also ich finde, rot muss es schon sein, ne? Kultistennomen ist Elfe. Mein Leben war bedeutungslos, bis ich Elfe wurde. Kultisten Plural sind Elfen. Sammelbegriff für Kultisten. Niemand widersetzt sich den Elfenmitgliedern. Der Hut ist schon ganz in Ordnung so. Doch, den Hut finde ich ganz gut so. Ja, für Elfen ist es ganz gut so. Hier für die Weihnachtsfrau ist das auch alles in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. So, schäbige Höhle. Willst du weiterkommen, musst du hier deine Ehre erweisen. Schäbige Höhle. Reliquie ist, wir müssen die Reliquie weihnachtlicher Monolith um jeden Preis beschützen. Alles klar. Ja. Naja, nee. Nehmen wir das? Oh. Wir nehmen den Tannenbaum, oder? Komm, der Tannenbaum ist schon ziemlich cool. Oder der Schneemann? Nee, der Tannenbaum ist cool. Ja, das ist auch okay hier. Wird verwendet, sobald Captain Grimbo Carroll Manapschme im Spiel erwähnt wird. Bad. Eieieiei. Dann braucht er so einen richtigen Rauschebad. Es ist aber ja Weihnachtsfrau. Jetzt kriege ich den Bart gar nicht mehr weg. Nee, ich wollte gerade sagen, so. Carol.
Nee, das ist schon alles ganz gut so, finde ich. Das ist so in Ordnung. Also ein bisschen Feinschliff haben wir betrieben. Und dann geht das jetzt los. So, hallo alle zusammen. Hallo? Ich bin Carol Manatschme. Aber ihr könnt mich Captain Quimbo nennen. Willkommen bei Weihnachtliche Morgendämmerung. Weihnachtsmann hat mir gesagt, dass du kommst. Weihnachtsmann sagt mir viel. Aber nur zu mir, sonst kann es niemand hören. Weihnachtsmann hat mir auch gesagt, dass du dabei helfen wirst, die Elfen in Gang zu bringen. Das ist so ziemlich dein Schicksal. Ich bin eher so für die Ideen zuständig. Du musst die Vorarbeit leisten. Alles klar? Du kannst deinen Kult leiten, den man nicht sehen kann. Du kannst keinen Kult leiten, den man nicht sehen kann. Bewege die Kamera mit WASD oder den Pfeiltasten. Du kannst auch die mittlere Maustaste halten oder ziehen. Mal Pfeiltasten, die habe ich ewig nicht mehr verwendet. Die Kamera mit WASD bewegen. Die Kamera mit der Maus, mittlere Taste, klicken, bewegen. Alles klar. WASD. Kriegen wir hin. Ich glaube, dort im Gras eine Biene gesehen. Ich glaube, ich habe dort im Gras eine Biene gesehen. Summe hinein, damit ich sie sehen kann. Dort? Nee, nur bienenförmiges Gras. Summe raus für den Fall, dass da echte Bienen sind. Gut, keine Biene in Sicht. Alles klar. Elfen sind der Motor unserer Organisation. Sie führen all die täglichen Pflichten aus und sorgen dafür, dass alles relativ glatt läuft. Bis auf die Missionseinsätze, auf die sie geschickt werden, verbringen die Elfen ihr ganzes Leben auf diesem wunderschönen Gelände. Sie sind wahrscheinlich gesegnet. Genau genommen werden sie manchmal verhaftet, dann sind sie eine Zeit lang nicht auf dem Gelände. Das ist aber seit Wochen nicht mehr passiert. Am wichtigsten ist aber, dass die Elfen das Geld aus den Taschen der Anhänger ziehen, die zu Besuch kommen. Wir brauchen dieses Geld, um den geheimnisvollen, großartigen Plan von Weihnachtsmann umzusetzen. Ich habe dieses Gelände mit Geld von einem früheren Projekt mit Weihnachtsmann gekauft. Ich kann nicht ins Detail gehen. Wir werden es zu einem topmodernen Einrichtung ausbauen, die sich um die Bedürfnisse der Elfen kümmert und so Geld durch unsere Anhänger verdienen. Du redest viel, jetzt ist unsere Zeit zu arbeiten. Los, fangen wir an. Warte mal, ich habe nicht geredet. Du, also, ja, schon, aber nein, aber, naja. Obwohl du Elfen schlecht behandeln kannst, müssen wir uns doch um ihre Grundbedürfnisse kümmern. Vernachlässigte Elfen haben einen Ausraster und gehen weg. Auch wenn das spaßig zu beobachten ist, ist es nicht gut für das Geschäft. Schauen wir einmal, wie es unseren Elfen geht. Sucht dir die attraktivste Person aus. Wähle eine Elfe. Boah. Amy Blatt. Amy Blatt hat Laune 50. Statistikanzeigen dort. Elfen neu beigetreten. Rasen betreten verboten. Eigenheiten. Betritt den Rasen lieber nicht, okay? Nächstes. Wirk. Echt jetzt? Die Person hätte ich nicht ausgesucht. Der Launenbalken zeigt die gesamte Laune jedes Anhängers. Elfe. Alles, was die Laune von Elfen beeinflusst, ist im Launenbereich aufgelistet. Laune. Okay. Sieht so aus, als wäre sie im Inneren glücklich. Wir müssen ein paar Räume bauen, damit es so bleibt. Alles klar. Alles braucht immer ein stabiles Fundament, sogar Gebäude. Lass uns ein paar bauen. Wenn das Fundament ausgewählt ist, ziehe sie zu einem Bauplatz. Herstellen, Fundament. Was machen wir denn da mal für ein schönes Fundament? Das soll ja ein schönes dem Weihnachtsmann würdigen
Weihnachtsdorf werden? Kann man das so sagen? Wir ziehen das mal hier hin. Ja. Wir nehmen mal hier Fundament Ziegel. Und, nee, ist das zu groß gewesen? Gut, hat er von alleine abgebrochen. So. Stelle eine Tür her. Tür. Was haben wir denn da für Türen denn zur Auswahl? Oh, Zellentür, ne? Ganz klar. Nee, wir nehmen mal die hier. Es ist ganz klar, dass mich das Spiel an Prison Architect erinnert, ne? Lass uns, also zumindest jetzt hier so vom Aussehen her, lass uns den Platz nun aufteilen, damit wir genug Platz für viele Räume haben. Diese Räume werden eng sein, aber für den Anfang reichen sie aus. Du wirst sie später erweitern müssen. Alles klar, warte, wie machen wir das denn? Damit, okay. Hier machen wir Mauer Holz, ne? Holz ist gemütlich. So. 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 Schön. Mauern haben wir gebaut. Gut gemacht. Weihnachtsmann ist übrigens äußerst zufrieden. Lass uns die Räume jetzt benennen. Alles klar? Wie denn? Ein müder Anhänger Elfe wird seine Pflichten nicht gut ausführen. Das Geplauder ist ebenfalls sehr trocken. Er muss in seinem Bett schlafen, damit er seine Energie wieder auffüllen kann. Weisen wir einem Schlafzimmer zu, damit sie einen Platz zum Schlafen haben. Sobald es fertig ist, verlass den Modus Raumaufteilung mit einem Rechtsklick. Räume? Schlafzimmer? Achso, das sind damit alles klar. Ja, okay. Gute Arbeit. Das Raummenü öffnet sich automatisch. Das wird das hier sein. Wenn du einen neuen Raum bestimmst, er zeigt dir an, welche Objekte ein Raum erfordert. Dieser hier braucht ein Bett und etwas Stauraum. Alles klar? Stelle 5 Betten. Vielleicht sollte ich auch eine Tür bauen? Aber na gut. Kommen die da halt nicht in den Raum rein? Gut. Mittlere Maustaste. Gut. So. Kann ich auch so machen, ne? So. Und jetzt Aufbewahrungskiste. So. Schick. Das sieht doch nett aus. Ich weiß nicht. Sie sind noch keine Geister. Bau jetzt eine Tür. sag ich ja. Türen und andere Objekte können mit der R-Taste gedreht werden. Da machen wir auch wieder hier diese schöne, gemütliche Tür. Zack. Gut gemacht. Elfen werden in den Betten während der ihnen zugewiesenen Schlafenszeit in den Zeitplänen schlafen. Es ist für alle von Vorteil, wenn Elfen Zugang zu Toiletten und Duschen haben. Bestimme hier ein Badezimmer. Ich glaube auch, dass das für alle von Vorteil ist. Ich glaube nicht, dass das schön ist. So, auf jeden Fall brauchen wir eine Tür, ein Badezimmer, raumspezifische Objekte. Oh, das ist ja... Oh Gott. Oh, schön ein Eimer. Wie? Kann ich nicht platzieren. Okay, wieso? Kann ich nicht platzieren. So, warte, so. Du bist ein Naturtalent. Platzieren wir ein paar Badezimmerobjekte. Die Menüs, Objekte und Raum haben eine Suchfunktion, mit der du Dinge leichter findest. Ja, das habe ich doch schon getan. Benutzen wir den Filter, um zu sehen, welche raumspezifischen Objekte es für das Badezimmer gibt. Hab ich doch schon. So. Ja, jetzt darf ich das auch endlich platzieren. So. Zwei Toiletten. Naja, Toilette würde ich das jetzt nicht nennen. Zwei Waschtröge. Und wollen wir wetten, dass da schön kaltes Wasser drin ist. Toll. Nicht. Ah, so. Okay.
Das hätte ich selbst nicht besser hinbekommen. Elfen werden an ihre Statistik für Blase und Hygiene im Badezimmer steigern. Verhungernde Elfen neigen dazu, zu sterben. Bin ich mir ganz sicher. Baue hier eine Kantine. Ja, bin ich mir auch ganz sicher, tatsächlich. Kantine. Oh. Ziemlich sicher sogar. Herstellen, da brauchen wir auch eine. Machen wir mal hier die Tür. Stopp. Verkaufsautomat. Warte mal. Wir haben doch hier Raum. So, so, so. Da brauchen wir einen Kantinen-Serviertusch. Wobei, wir haben ja keine Küche. Ich weiß gar nicht, was da für Lebensmittel hinkommen, aber na gut. Einen Kantinentisch. Einen Trinkwasserspender. Und einen Verkaufsautomaten. Schön. Alles klar. Nächstes. Sehr schön. Elfen werden in ihrer Freizeit in der Kantine essen, wenn sie hungrig sind. Und ihre Hungerstatistik erhöhen. Manche Wissenschaftler glauben, dass Essen aus dem Verkaufsautomaten nicht besonders nahrhaft ist. Es kann auch teuer sein. Ja, das ist mir ja egal. Eine Küche sorgt für bessere Qualität, billigeres Essen wie Haferschleim. Vielleicht willst du in Zukunft einen bauen. Eine Küche bauen, wahrscheinlich. So. Diese Räume, die du gebaut hast, sie sind hässlich. Dekorative Gegenstände erhöhen den Prestigewert eines Raumes, was wiederum für bessere Laune bei deinen Elfen sorgt. Beachte, dass dir Prestige abgezogen wird, wenn dein Raum mit Objekten überfüllt ist. Behalte die Prestigeleiste eines Raumes im Auge, wenn du ihn dekorierst, und vergrößere zu enge Räume, wenn nötig. Platziere jetzt ein paar Dekorationsgegenstände. Was haben wir denn hier? Was für feine... Schön unser Tannenbaum. Dekorationsgegenstände. Wie kann ich das hier filtern? Oh, kann ich filtern. Dekor. Schick. Alles klar. So ein Topfpflänzchen hier ist doch was Feines. Hier. Und hier. Was haben wir noch? Ein kleines Bücherregal. Guck, schick, oder? Kann man immer gebrauchen. Mir gefällt, was du mit dem Ort gemacht hast. Das Platzieren von Dekor erhöht die Prestigewertung eines Raumes und das verbessert wiederum die Laune der Menschen. Du kannst dir die Prestigewertung eines Raumes ansehen, indem du auf ihn klickst. Habe ich mir gedacht. Warum betet niemand? Das Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann wird völlig ausflippen. Ich will eine Predigt halten. Bau mir sofort einen heiligen Raum, bitte. Alles klar, das kriegen wir hin. Das machen wir mal aus Holz. So richtig schön gemütlich. Eine Tür. Boah, dann nehmen wir hier wieder diese schöne gemütliche Tür. So, zack. Auch eine Holztür natürlich. Das wird der heil. Schäbige Höhle. Dann nehmen wir hier die Holzbahn. So. Wobei, wir machen erstmal hier die Götze. Mal hier die Holzgötze, ne? So, das ist nicht mittig, ne? Oh, doch. So. Aber der Tannenbaum steht da drauf nicht mittig. Gut. Eine Kanzel brauchen wir. So. Und, dann brauchen wir hier eine Bank. Hallo? Was? Darf nicht mehr. Ich darf nicht mehr platzieren, obwohl ich gerne würde. So. Dekor. Was können wir hier denn noch? Ein kleines Bücherregal, eventuell. Und ein kleiner Holztisch. Darf ich alles nicht platzieren hier? Na gut.
Das Abhalten von Predigten im heiligen Raum schafft Glaube. Von jeder Elfe wird Glaube abgeleitet. Falls er zu niedrig wird, leidet die Laune von allen. Halten wir unsere erste Predigt, bevor alle den Glauben an Weihnachtsmann verlieren. Ja, klar. Predigten gibt es automatisch täglich, vorausgesetzt, dass dein heiliger Raum voll funktionstüchtig und zugänglich ist. Und du darüber hinaus über ausreichend Einfluss verfügst. Sieht so aus, als würde unsere erste Predigt gleich beginnen. Schauen wir einmal, wie die Predigt läuft. Aber bevor die erste Predigt anfängt, sag ich... Oh nein, ja, ich weiß, es ist so. Aber sag ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und, wie gesagt, es ist ein Weihnachtsspezial. Das läuft diese ganze Woche, weil Weihnachten, wir bereiten uns jetzt auf Weihnachten vor. Und Weihnachten ist ja dann nachher der 24., 25., 26. Der 26. ist ein Sonntag. Und danach geht es ganz normal weiter. Und keine Sorge, dann läuft auch wieder My Time at Porsche und alles drum und dran. Genau, aber hier, dieses Weihnachtsspezial läuft jetzt diese ganze Woche. Ja, so ist das. Deswegen sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Dann bis morgen, bis zur nächsten Folge. Und ich sage Tschüss.